Dieter Salomon. Sie haben sich ja an der Städtewette in Deutschland 1 Euro für Äthiopien beteiligt und haben damit gewettet, dass mindestens jeder dritte Einwohner von Freiburg 1 Euro für Menschen für Menschen spendet. Was hat Sie hauptsächlich dazu motiviert, mitzumachen? Ja, ich weiß ja, was Karl-Heinz Grimm über 30 Jahre für Äthiopien getan hat. Er ist damals auch über eine Wette eingestiegen bei Wetten, das war damals bei Frank Elstner, und hat die Wette verloren. Er hat nämlich gewettet, dass nicht jeder dritte Deutsche bereit ist, für Äthiopien was zu bezahlen, weil damals gab es eine große Hungersnot. Und er hat dann auf jeden Fall angefangen, sich in Äthiopien dort zu arbeiten. Und er hat mittlerweile hunderte von Schulen und Krankenhäusern und so weiter gebaut. Und es haben ganz viele Leute über die 30 Jahre gespendet. Und das ist jetzt bald 30 Jahre her. Und seine Frau, das ist eine Äthiopierin, eine gebürtige Äthiopierin, die hilft da mit in der Stiftung. Und die hat jetzt gesagt, jetzt wird es 30 Jahre, jetzt soll nochmal die Städte da mitmachen und nochmal beweisen, ob sie das können. Und es haben jetzt viele Städte sich bereit erklärt, da mitzumachen. Und ich finde das eine gute Aktion, weil jeder Euro, den man in Äthiopien ausgibt, ist viel mehr wert, als wenn ich 1 Euro in Deutschland ausgebe, weil die Sachen dort sehr viel preiswerter sind. Das heißt, man kann eine Schule mit sehr viel weniger Geld bauen, als man in Deutschland baut. Und was wurde bisher alles getan, um die Einwohner von Freiburg zum Spenden zu motivieren? Also wir haben Wettpaten gefunden, prominente Wettpaten, der Vorsitzende vom Sportclub, der Fritz Keller, Herausgeber der Badischen Zeitung, Christian Hodeige, und die Intendantin unseres Theaters, Barbara Mundl. Die haben sich alle bereit erklärt, öffentlich auch für Spenden zu werben, und das ist bislang auch ganz erfolgreich gelaufen. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht, da war die Frau Böhm dabei, und haben einfach versucht, über die Öffentlichkeit die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass die Wette läuft bis 9. Juni. Und haben Sie auch schon gezielt Jugendliche angesprochen, um zu spenden, und wenn ja, wie? Das habe ich noch nicht, aber dass ihr hier seid und mich interviewt, das hilft vielleicht mit, dass es besser passieren kann. Freiburg hat ja jetzt 86% des Spendenziels erreicht. Ja, jetzt wie sehen Sie die Erfolgschancen bis zum 9. Juni, ist es zu schaffen? Also wir hatten ja erst letzte Woche die Pressekonferenz, und ich gehe davon aus, dass wir es schaffen. Wenn alle mithelfen, dann schaffen wir es. Und ich finde auch, jeder Jugendliche kann von seinem knappen Taschengeld 1 Euro abgeben.